Das Projekt Wirtschaftsfenster MV wird gefördert aus Mitteln des Europäischen Fonds für regionale Entwicklung. Zuschauer, herzlich willkommen hier im Regionalfernsehen zu einer neuen Ausgabe unseres MacPom-Weit-Magazins Wirtschaftsfenster MV. In unseren drei Beiträgen aus dem Land dreht es sich in zwei Fällen um energiesparende Beleuchtung, allerdings in ganz unterschiedlichen Einsatzgebieten, und es dreht sich um das Thema Tourismus. Das zu Ende gehende Jahr war in dieser Hinsicht kein schlechtes, so viel konnte man allein aus der Zahl der Schönwettertage bereits ableiten. Einen genaueren Blick auf die Zahlen und die Strategie auch für die Zukunft im Tourismus haben unsere TV-Kollegen aus der Landeshauptstadt für Sie zusammengestellt. Die Ergebnisse der Tourismussaison in Mecklenburg-Vorpommern bleiben auf hohem Niveau. Vom Januar bis August 2018 wurden hierzulande knapp 5,6 Millionen Ankünfte und 22,6 Millionen Übernachtungen statistisch erfasst. Der Zuwachs im Vergleich zum vergangenen Jahr betrug etwa 3,7%. Bei den Gästen aus dem Ausland mit knapp 818.000 Übernachtungen ist die Zuwachsrate noch höher, ganze 7,5%. Damit die Entwicklung ihr Tempo auch künftig nicht verliert, wurden die wichtigsten Maßnahmen in der neuen Landestourismuskonzeption erfasst. Die Tourismuskonzeption hat ja das Ziel, dass das Land Mecklenburg-Vorpommern sich als Tourismusland Nummer 1 in Deutschland etabliert. Von daher geht es jetzt darum, einerseits die Infrastruktur weiter aufzupeppen, zweitens dafür zu sorgen, dass Modellregionen entwickelt werden, wo man auch die Beteiligung von Kommunen, die Beteiligung von Unternehmen diskutiert. Bei der Präsentation der Landestourismuskonzeption 2018 setzte der Wirtschaftsminister Harry Glawe ein besonderes Augenmerk auf die sogenannten strategischen Felder. Das sind Nachhaltigkeit, Digitalisierung und Internationalisierung. Ganz wichtig, die Attraktivitätssteigerung der küstenentfernten Landesteile und eine Dauerlösung für das Problem des Fachkräftemangels bei den DEHOGA-Unternehmen. Die touristisch starken Regionen müssen ihre Stärke natürlich auch weiter ausbauen. Es geht erst die Überlegung, darüber nachzudenken, ob man zum Beispiel die Insel Usedom als eine Modellregion ansieht oder ob man Fischland Darß oder eben auch Westmecklenburg als ein Ziel anbietet, genauso wie die Mecklenburgische Seenplatte. Das, denke ich, sind Dinge, die jetzt schon vorgedacht sind und die aber mit den Beteiligten jetzt besprochen werden. Die Rolle der Fördermittel aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung EFRE bleibt, laut der Landestourismuskonzeption, immer noch von hoher Bedeutung. Die Erstellung des 90 Seiten starken Dokumentes selbst wurde aus den EFRE-Mitteln mitfinanziert. Nun aber soll ein besonderes Umsetzungsmanagement extra etabliert werden, um dessen Inhalte zu realisieren. Seine Aufgaben sind unter anderem Fachforen und Veranstaltungen, Internetaktivitäten sowie statistische Evaluationen und Monitoring. Dafür werden 600.000 Euro aus dem EFRE-Topf eingesetzt. Ja, diese 600.000 Euro werden in besonderer Weise in zwei gut ausgebildete Menschen investiert, die Tourismus studiert haben, die die Dinge begleiten. Wir brauchen ja so eine Art Controlling-Stelle und auch eine Stelle, die Ideen entwickelt, um diese Konzepte dann zu untersetzen, die durch die Fachleute andiskutiert werden. Der jüngste Auftritt von MV als Gastland bei der ITB in Berlin hat gezeigt, die Potenziale des Landes in Sachen Tourismus sind längst nicht ausgeschöpft. Der Fahrplan in die Zukunft, die Landestourismuskonzeption, liegt vor. Unser Blick nach Rügen widmet sich jetzt einem anderen Thema. In einer Gemeinde im Nordwesten der Insel soll die Beleuchtung verbessert und gleichzeitig etwas für den Klimaschutz getan werden. Stichwort LED-Umrüstung. Die Gemeinde Trent im Landkreis Vorpommern-Rügen hat vom Energieministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern eine Förderzusage für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik erhalten. Durch diese Gelder sollen 30 Laternen entlang der Dorfstraße komplett erneuert werden.
ab dem, wo wir hier stehen, geht's los. 30 DDR-Lampen, sag ich mal, Quecksilber-Dampflampen auszuwechseln, inklusive Masten und alte Leitungen. Das heißt, 1000 Meter neue Kabel müssten gelegt werden, neue Masten und die Lichtpunkte oben, die Leuchtköpfe, die werden alles erneuert. Die Umsetzung dieser Maßnahme führt dazu, dass unter anderem ein Kindergarten, eine Feuerwehrstation und viele Familienhäuser besser ausgeleuchtet sind. Gefördert wird die Umrüstung nun mit Geld aus dem EFRE-Programm der Europäischen Union. Das Ministerium für Energie und Digitalisierung hat aus einem europäischen Fonds für regionale Entwicklung 27.500 Euro für die Gemeinde Trent zur Verfügung gestellt. Das sind 50% der Gesamtmaßnahme oder Gesamtsumme der Maßnahme. Doch das ist noch lange nicht alles. Die Gemeinde kann sich auf eine günstigere Energieversorgung freuen und tut gleichzeitig etwas für die Umwelt. Denn durch diese Maßnahme können im Jahr etwa 9.500 Kilowattstunden Strom und fast 8 Tonnen Kohlendioxid eingespart werden. Die Finanzmittel des Fonds dienen zur Förderung von Projekten zur Umsetzung des Aktionsplans Klimaschutz gemäß der Klimaschutzförderrichtlinie Kommunen. So haben wir eine Unterhaltungskosten von ca. 8.000 Euro im Jahr, um die alten Lampen auszutauschen, Sicherung, die laufend durchfliegen, durch Feuchtigkeit und wie auch immer. Und durch die Umrüstung mit LED haben wir weniger Montagekosten und Energieeinsparungen haben wir ca. 2.500 im Jahr. Welche Firma am Ende die Arbeiten ausführt, soll im Dezember auf der nächsten Gemeindevertretersitzung entschieden werden. Die Bürger von Trent müssen sich für die Umsetzung des Projekts auf eine halbseitige Sperrung der Straße einstellen, was daran liegt, dass sowohl neue Kabel verlegt werden, als auch neue Betonfundamente gegossen werden müssen. Allerdings ein vergleichsweise geringes Übel, wenn man daran denkt, dass sich die Bürger schon bald über eine neue, stromsparende und umweltfreundlichere Beleuchtung freuen dürfen. In unserem letzten Beitrag in diesem Magazin bleibt das Stichwort LED-Umrüstung. Allerdings geht es nicht um Straßenbeleuchtung, sondern um die optimale Inszenierung von Naturschätzen. Es muss schon etwas Besonderes sein, wenn ein Naturprodukt ein eigenes Museum erhält. Und wirklich, was sich hinter diesen Klostermauern verbirgt, ist ein besonderer Schatz. Ein Schatz aus unserer Region. Und dieses Kloster befindet sich in der Bernsteinstadt Ribnitz-Damgarten. Und nun wissen Sie, um welchen Schatz es sich handelt. Bernstein. In allen Farben, Formen und aus der ganzen Welt. Weltweit sind mehr als 80 Bernsteinarten bekannt. Der bekannteste ist aber der baltische Bernstein, also das Baumharz aus dem Ostseeraum. Man nennt diesen auch Sukinit und ist weltweit die häufigste Bernsteinart. Allein im Baltikum sollen es nach einer Schätzung noch mehr als 640.000 Tonnen sein. Gelegentlich findet man den Bernstein bei einem Strandspaziergang nach Stürmen, die den Meeresboden aufwirbeln. Aber eigentlich ist es heutzutage ein Bergbauprodukt. Das berühmteste Kunstobjekt aus Bernstein war das Bernsteinzimmer, das seit dem Zweiten Weltkrieg verschollen ist. Aber eine kleine Ahnung, wie prunkvoll es gewesen sein muss, bekommt man ebenfalls hier im Bernsteinmuseum in Ribnitz. Und damit alle Stücke, und dies sind hier im Hause etwa 500 Stück, auch richtig gut zur Geltung kommen, wurde das Lichtkonzept umgestaltet. Ja, es wird langsam Zeit. Wir haben jetzt die bestehende Beleuchtung, die läuft jetzt seit 12 Jahren. Das heißt, da musste sowieso angegangen werden, weil natürlich nach 12 Jahren einige Leuchten aussteigen. Und dann ist es natürlich auch angemessen der Zeit, jetzt über Energieeinsparungen nachzudenken. Und dafür ist eine LED-Beleuchtung natürlich super geeignet. Circa ein Jahr sind von Antragstellung über die Gewährung von Fördermitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung bis zum Projektende, also die komplette Umrüstung der Ausstellungsbeleuchtung auf LED, vergangen. Ja, umgerüstet wurde im Prinzip wirklich nur die Beleuchtung, die in die vorhandenen Schienen eingesetzt werden kann. Das heißt, wir brauchten da jetzt keine größeren baulichen Veränderungen vornehmen. Das war sehr positiv. Das sind jetzt um die 240 Leuchten, die wir ausgetauscht haben. Und mit welchen Mitteln? Also sind etwa 50.000 Euro Investitionen gewesen.
Und das Ergebnis kann sich wirklich sehen lassen. Durch die punktuelle Beleuchtung bekommen die Stücke eine viel genauere Akzentuierung. Das Ergebnis sind eigentlich zwei Ergebnisse. Wir haben natürlich jetzt eine große Energieeinsparung, die natürlich finanziell einfach zu Buche schlägt, aber auch eine schönere Beleuchtung. Also man hat jetzt mittlerweile Leuchten auf dem Markt, an denen man sehr viel Funktionen hat, viel einstellen kann und was für so eine Ausstellung einfach besser geeignet ist. Rund 60.000 Besucher kommen jedes Jahr in die Ausstellung des Deutschen Bernsteinmuseums nach Ribnitz. Auf 1200 Quadratmeter Ausstellungsfläche kann man sich nun in Ruhe bei warmweißem LED-Licht die wertvollen goldfarbenen Ausstellungsstücke betrachten. Das waren sie wieder, unsere Beiträge aus unserem Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Nachzuschauen auch im Internet auf der eingeblendeten Homepage. Liebe Zuschauer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Wirtschaftsfenster MV.